Eine Weltmarke mit eingebautem Etikettenschwindel. Becks. Das steht scheinbar für gute, alte, deutsche Tradition. Herr Beck steht für die deutsche Trinkkultur, die deutschen Werte, dieses Unumstößliche, dieser Leuchtturm. Made in Germany ist Teil des Markenkerns und enthält ein Qualitätsversprechen. Doch wenn Becks dann in Wahrheit gar nicht mehr so deutsch ist, dann freut sich die Konkurrenz und die Kunden rebellieren. This is a warning to all beer drinkers. Beck's Beer of Germany is selling a non-German product. Was bleibt noch von deutscher Braukunst, wenn sie von einem internationalen Großkonzern aufgekauft wird? Dieses Biermonopoly, so nenne ich es mal, ist noch nicht zu Ende gespielt. Es werden immer mehr Großbrauereien entstehen, die den Weltmarkt dominieren. Der weltweite Konsum stagniert. Bier verkaufen ist hartes Geschäft. Becks muss sich ein Stück weit neu erfinden für die nachwachsenden Trinkergenerationen. Im Trend sind jetzt bunte Biere, Mischgetränke. Und Becks will natürlich dabei sein. Das ist toll, das ist grün, das schaut erfrischend aus, das schaut gesund aus zum Teil. Und das darf man nicht unterschätzen. Deutschland, deine Marken. Becks. Pro Minute werden weltweit 3000 Flaschen Becks Bier getrunken, sagt der Hersteller. Fest steht, Becks ist das international bekannteste deutsche Bier. Erfunden für den Export, gehört das Bremer Blonde aus der grünen Flasche auch zu den Lieblingsbieren der Deutschen. Jahresumsatz mehr als 300 Millionen Euro. John Christoph Berndt hat sich darauf spezialisiert, Marken zu analysieren. Wer grillt, wer Verwandte einlädt, wer liebe Freunde da hat und keine Experimente machen will, der kauft eine Kiste Becks. Seit 1873 verkaufen die Bremer mehr oder weniger ein einziges Produkt: Bier. Anfangs hauptsächlich für den Export, zählt es heute zu den 5 umsatzstärksten Biermarken in Deutschland. Neben Krombacher, Oettinger, Bitburger und Veltins. Becks beruft sich gern auf seine Bremer Herkunft. Allerdings ist das Unternehmen so ziemlich das Gegenteil von einem regional verwurzelten Familienbetrieb. Seit 2002 gehört es zu Anheuser-Busch InBev, dem größten Brauereikonzern der Welt. 1388 Brauereien gibt es in Deutschland. Tendenz leicht steigend. Mehr als 5000 verschiedene Biere stellen sie her. Fast 2/3 der Brauereien gehören einer Handvoll internationaler Großkonzerne. Der größte von ihnen ist die belgisch-brasilianische AB InBev mit mehr als 20% Marktanteil weltweit. Im Bierverbrauch liegt Deutschland auf Platz 2, hinter Tschechien. Allerdings trinken die Deutschen inzwischen mehr Mineralwasser als Bier. Geht es abwärts mit der Bierrepublik Deutschland? Bierverkaufen ist heute ein hartes Geschäft, in Anführungszeichen. Skurrilerweise ist bei diesen rückläufigen Mengen was anderes steigend, das ist die Anzahl der Brauereien. Also wir haben jedes Jahr neue Brauereien in Deutschland, die sich sozusagen diesen kleiner werdenden Kuchen teilen, was den Wettbewerb nochmal anheizt. Und da gilt es halt schon, eine starke Marke zu haben. Das ist halt auch das, was Becks ausmacht. Die Marke wächst seit Jahren, obwohl der Gesamtmarkt rückläufig ist. Der Markt ist heiß umkämpft und das Produkt scheinbar immer das gleiche. Bier, hauptsächlich Pils, die Lieblingssorte der Deutschen. Wer überleben will, muss den Kampf übers Image führen. Pappdeckel und Popkultur. Joe Cocker, Becks, Herb. Norddeutsch. Das Schiff, das Segelschiff. Ja, die waren immer auf einem großen Holzsegelschiff, was die Freiheit so symbolisiert. Die Älteren erinnern sich noch. 1991 ist die Alexander von Humboldt mit grünen Segeln erstmals unterwegs im Dienste von Becks. Vor 20, 30 Jahren war das so eine sehr emotionale,
impulsige Marke. Da dachten wir natürlich an das Segelschiff, an die grüne Farbe, an gichtspritzende See. Und wir sind unterwegs, wir haben eine gute Zeit. Und da gibt es ein gutes, gepflegtes deutsches Bier. Gut und gepflegt genügt heute nicht mehr. Weshalb Becks mit aufwendigen Kampagnen um die Jugend buhlt. Keine leichte Zielgruppe. Ich finde, Becks ist so ein bisschen möchte gern cool. Ja, es ist halt so ein Standardbier, so nichts Besonderes. Essler, Hakebeck, Becks Bier, alles mal genossen. Und die meisten Biere gibt es nicht mehr, aber eben Becks ist noch da. Und deswegen trinke ich das immer noch, damit es auch bleibt. Der Biertrinker ist tief in uns immer noch so ein bisschen der Spießer. Das ist dieser Bierfilz, wo die Striche gemacht werden mit dem dicken Bleistift von der Wirtin. Die heißt ja meistens Uschi. Und die stellt dann dieses Pilz auf den Tisch mit diesem Tropfenfängerblatt da unten. So ist das. Aber Uschi und der Tropfenfänger in der Eckkneipe sind nicht die Zukunft. Der Kampf um die Biertränke ist hart. Deutschlands Brauer haben versucht zu tricksen mit illegalen Preisabsprachen. Dafür gab es 2008 saftige Strafen vom Kartellamt. Bis auf Becks und AB InBev. Die blieben straffrei. Als Kronzeugen. Manchmal wirkt es, als würde Becks fast schon verzweifelt um ein cooleres Image kämpfen. Klassische, gemütliche Biertrinker tauchen in der Werbung nicht mehr auf. Die neuen Kampagnen zeigen junge Städter auf der Suche nach sich selbst. Weg vom Tresen, mit dem Selfie-Stick, raus in die Welt. Mit dieser Kampagne trifft Becks auf jeden Fall den Nerv der Zeit. 2015 investiert Becks 25 Millionen Euro in diesen Kampf um den Nerv der Zeit. Platz 5 unter den deutschen Brauereien. Silvia Danne hat als Marketingfachfrau die neuen Kampagnen analysiert. Natürlich ist das Ziel von Becks, dadurch eine breitere Zielgruppe anzusprechen und auch die Marke sympathisch zu machen, das Getränk sympathisch zu machen und die Kaufentscheidung für die Marke zu fällen. Biedere Bierbäuche sind out. Pop-Dekor statt Pappdeckel lautet eine Strategie von Becks. Denselben Inhalt immer neu verpacken. Gern auch mit Anleihen bei der Popkultur. Künstler gestalten Etiketten und sogar ein Becks Art-Label gibt es. Becks ist so ein bisschen kultureller unterwegs. Becks hat eine Aura. Becks eröffnet uns Welten und will nicht das unbedingt nur machen und fördern, was alle wollen. Ein Industriebier bei den Individualisten der Haute Couture. Und schon hat das alte Getränk ein fesches neues Kleidchen an. Neben dem typischen Becks-Trinker, männlich zwischen 20 und 45, will Becks damit auch Frauen gewinnen. Vor allem mit dem eher süßen Becks Gold, das für Frauendurst entworfen ist. Dafür opfert der Konzern 2003 sogar ein Markenzeichen, die grüne Flasche. Wie das mexikanische Corona, das gerade in ist, kommt das Gold in transparente Flaschen. Becks stand für herbes Bier, für Norddeutschland grüne Flasche. Und jetzt kommt da plötzlich der Marketingmensch daher und sagt, Mensch, ich hätte gerne eine Klarglasflasche und ich hätte auch gerne ein mildes Becks. Das läuft super. In dem Moment hat es hier, glaube ich, tatsächlich Auseinandersetzungen in Anführungszeichen gegeben. Neue Farbe plus edler Name gleich neue Kundschaft und Riesenabsatz. Auch wenn Männer zunächst über das Frauenbier lästern, das neue Produkt funktioniert. Nicht mehr grün, nicht mehr so herb. Gerstensaft für den Mainstream. Das war eine Markendehnung, die kam sehr aus diesem Urkern heraus. Also da ist immer noch ganz klar die Tradition, die Wurzeln, das Deutsche, der Pionier. Becks Gold ist eine gute Idee und auch eine gute Erfindung und läuft ja auch gut. Bloß keinen Trend verpassen. Im Moment stehen Bier-Mischgetränke hoch im Kurs. Seit der Jahrtausendwende hat sich ihr Umsatz fast vervierfacht. Becks schwimmt mit auf der Welle. Fruchtgeschmack und reichlich Zucker verschleiern den Alkoholgehalt. Vor allem Frauen sprechen auf diese neuen Gemische an. Und das gab es bis vor 10 Jahren noch nicht so. Und auch Jugendliche. Und ich sehe da schon eine große Gefahr in diesem Biermixen, die es jetzt gibt, in dieser Aufmachung. Das ist toll, das ist grün, das schaut erfrischend aus, das schaut gesund aus zum Teil. Und das darf man nicht unterschätzen. Neben dem obligatorischen Fußball-Sponsoring ist Becks ständig auf der Suche nach neuen Zielgruppen. Mädchen, 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 Mädchen.
Wenn der Kunde nicht zum Bier kommt, geht das Bier zu den Kunden. Wenn wir da in diesem Umfeld dabei sind, dann ist das ein Lebensgefühl, was wir dort schaffen können und wo auch die Möglichkeit besteht, schlicht und ergreifend wieder einen Mehrwert zu liefern als Marke. Es geht vor allem ums Geld. Risiken und Nebenwirkungen trägt der Kunde. Weil es sind riesige Bierkonzerne, die machen sich keine Gedanken, ob jetzt jemand ein Alkoholiker wird oder nicht. Das ist eben ein großes Problem, dass der Alkohol unterschätzt wird. Aber ich denke schon, dass das den Konzernen gerade wurscht ist. Auf Sommerfestivals und Konzerten kämpfen die Brauereien um Image und Zielgruppen. Ihre Gegner sind die Hersteller von zuckerhaltigen Softdrinks, von Mineralwasser, von Fruchtsäften. Bier für die Welt. Er hat's erfunden. Heinrich Beck aus Eislingen in Schwaben. 1854 wandert er aus nach Amerika. Einer von mehr als 5 Millionen Deutschen zwischen 1821 und 1912, die es in die neue Welt zieht. Der Metzgersohn findet in den USA einen Job in einer Brauerei, in einer Branche mit Zukunft. Professor Heinz Reif ist Historiker, Kommunikationsforscher und Biertrinker. Er hat Heinrich Becks Spuren in den USA verfolgt. Heinrich Beck kam in New York an, ging dann nach Chicago in die erste Brauerei. Dort stieß er dann auch in der Folge seiner weiteren Wanderungen immer wieder auf deutsche Brauer. Denn die deutschen Auswanderer brachten das deutsche Bier in die USA. Und die deutschen Auswanderer tranken das auch gerne. Das bringt Heinrich Beck auf eine Idee. Nach 10 Jahren USA geht er zurück nach Bremen, um echtes deutsches Bier zu brauen und es dann hinaus in die Welt zu exportieren. Gemeinsam mit Investor Lüder Rutenberg gründet er 1873 die Kaiserbrauerei Beck & Co. Schnell richten sie ihr Hauptaugenmerk auf den Export. Exportbier, damals eine echte Marktlücke. Es war nicht so ganz einfach, Bier aus Deutschland irgendwohin zu exportieren, weil man muss es kühlen, muss es überhaupt lagerfähig machen für die lange Seereise. Es ist halt nicht wie heute, dass man es per Flugzeug irgendwohin fliegt, sondern es war alles mit dem Dampfer über See. Die Forderung ist, wie kann man Bier haltbar machen? Und das war sozusagen sein Tüftlerinteresse. Beck experimentiert. Unter anderem mit Verfahren zur Pasteurisierung, die er sich von Milchbauern der Umgebung abschaut. 1889 hat dann Becks das erste chemische Labor entwickelt. Und in Frankreich zur Milch zum Beispiel hat Pasteur diese sogenannte Pasteurisierung der Milch genau dasselbe Verfahren, erhitzen, abkühlen, Sauerstoffentzug und so weiter. Und also das war ein Thema der Zeit. Ein neues Patent hilft ihm, mehr und schneller zu brauen. Karl Linde erfindet 1873 eine Kältemaschine, die das aufwendige Kühlen der Gärbottiche mit Natureis ablöst. Beck zählt zu den Ersten, die diese Technik anschaffen. Ein Kaufargument für deutsches Bier ist schon damals das sogenannte deutsche Reinheitsgebot. Es geht zurück auf Brauordnungen aus dem Mittelalter. Damals war es eben so, dass Bier zum Teil mit Zutaten versetzt wurde, die giftig waren, die den Menschen wirklich nicht gut getan haben. Und da war dieser Reinheitspunkt halt wirklich ein markanter Grundstein dafür, dass Bier eben auch in den richtigen Maßen genossen gesund ist und eben nicht zu irgendwelchen körperlichen Schäden führen kann. Seit 1516 darf Bier nur aus Wasser, Hopfen und Gerste hergestellt werden. Das soll die damals üblichen Panschereien verhindern. Das Reinheitsgebot ist was Deutsches. Und es gibt auch viele andere Brauereien im Ausland, die sagen, das gefällt uns, so brauen wir auch. Und bei uns ist es eben das Gesetz, nach dem Bier gebraut wird. Heute ist das Reinheitsgebot vor allem ein Marketinginstrument und ein weiterer kleiner Etikettenschwindel.
Denn seit dem sogenannten vorläufigen Biergesetz von 1993 sind bei einigen Sorten Zusätze erlaubt. Zuckercouleur etwa und Klärmittel auf Basis von Kieselsäure. Es ist einfach nur eine Methode, die man damals natürlich noch nicht gekannt hat, vor 500 Jahren. Aber heute kann man eben dadurch dem Verbraucher ein Bier geben, das eben auch wirklich über längere Zeit klar bleibt. Zum Erfolgsrezept der Marke Beck's gehört auch die strategisch wichtige Lage am Hafen. Von hier aus kann das Bier schnell und einfach in alle Welt verschifft werden. Das Know-how der alten Hansestadt hilft der jungen Biermarke auf die Sprünge. Die Standortbedingungen für ein Fernmarktunternehmen, für ein Exportunternehmen, waren in Bremen optimal. Wenn man in Bremen ein Bier braute, dann konnte man das, übertrieben gesagt, billiger nach New York transportieren als nach Detmold oder nach Duisburg oder nach Köln. Eine wichtige Rolle spielte der Norddeutsche Lloyd, damals die größte Schifffahrtsgesellschaft der Welt. Dank eines Abkommens zwischen Reederei und Brauerei trinkt man auf Lloyd-Schiffen Beck's. 1876 wird Beck's in Philadelphia als bestes kontinentales Bier ausgezeichnet. Eine Art Ritterschlag, denn damals gelten deutsche Waren im Ausland noch als bad and cheap, schlecht und billig. Beck's stand für dieses Urdeutsche, das in die Welt geht. Freiheit und Abenteuer mit Herkunft. Beck's stand für so die erste Marke, die dieses Reinheitsgebot den anderen Menschen auf der Welt beigebracht hat und näher gebracht hat. Amerika, da zählt Beck's immer noch ganz viel. Doch der Konzern will weiter expandieren. Auf der südlichen Halbkugel ist Bier noch Luxus und entsprechend begehrt. Schon vor dem Ersten Weltkrieg erobert Beck's Märkte in Niederländisch-Indien, Südamerika, Australien, Belgisch-Kongo, Südafrika und natürlich auch in Deutsch-Ostafrika. Getreu dem etwas schlichten Werbespruch der Brauerei. In Bremen zu Hause und in der Welt daheim. Gerstensaft und grünes Glas. Wie kann man ein Massenprodukt wie Bier unverwechselbar machen? Firmengründer Beck setzt auf die Verpackung. Sein Bier wird in grünen Flaschen verkauft. Grün als bewusstes Signal? Die Farbe Grün ist ein Symbol für Hoffnung auf Leben und auch für Überleben. Es ist ein Symbol für Nachhaltigkeit und es ist ein Symbol für Natürlichkeit. Allerdings ist, was heute als geniale Idee erscheint, rein zufällig passiert. Der Zufall begründet sich einfach darauf, dass die Glashütte, die ursprünglich die Becks-Flaschen produziert hat, eigentlich Weinflaschen produziert hat und dementsprechend eigentlich nur grünes Glas verwendet hat. Kein Zufall ist die Idee, die Marke Becks mit dem Namen der Hansestadt zu verbinden. Heute stehen Bremen und Bremerhaven zwar eher für sterbende Werften und hohe Arbeitslosenzahlen. Doch vor 100 Jahren war das anders. Damals standen die Namen für Deutschlands Tor zur Welt. Nicht zuletzt für die Millionen deutscher Auswanderer. Die Firmengründer suchten ein Logo für ihre Marke und nahmen einfach oder wollten einfach das Bremer Wappen nehmen. Da war die Stadt Bremen nicht so ganz erbaut von, weil man die Stadt nicht mit der Produktion von Alkohol in Verbindung bringen wollte. Und so wurde das Wappen ein wenig geändert, der Schlüssel vertikal gespiegelt und schon entstand das Becks-Logo. Das Firmenlogo. Auch im übertragenen Sinn ein Schlüssel zum Erfolg. Im Ausland sorgt es für den Beinamen Keybier. Das klingt bedeutungsvoll und hilft dem Umsatz. Doch bei aller Werbe- und Markenstrategie ist Bier von Becks schon lange ein reines Industrieprodukt. Wie viel davon hergestellt wird, weiß Braumeister Andreas Grund. Hier sind vier Linien. Jede Linie kann 60.000 Liter Bier pro Stunde filtrieren und filtriert in der Praxis so 55.000 Liter pro Stunde. Eine Bierfabrik. Eine von vier Deutschen und weiteren vier im Ausland, die Becks Bier herstellen. Ein Produkt, das einzigartig und wiedererkennbar sein will.
Wie aber soll es gehen, wenn auch die Konkurrenz genau weiß, mit welchen Standards der Massengeschmack getroffen werden kann? Was besonders ist, ist die Hefe. Die Hefe gibt dem Bier einen bestimmten Charakter. Das ist ein Stempel praktisch, ein Geschmacksstempel. Und die Hefe, die wir verwenden, ist eine Becks-Hefe, die es nur bei uns gibt. Man kann normalerweise Bierhefen kaufen, verschiedene Typen. Aber die Hefe, die wir einsetzen, ist die Becks-Hefe, die nur bei Becks eingesetzt wird und auch nur von uns benutzt werden darf. In der Bremer Brauerei werden regelmäßig Verkostungen für ausgewählte Angestellte durchgeführt. Sie sollen helfen, den Geschmack zu optimieren. Okay, sind alle soweit fertig? Dann, Andreas? D, das Inland, habe ich eine 8 gegeben. Grüner Apfel war im Profil, Schwefler war in Ordnung, leicht malzig. Da habe ich ein bisschen Körper vermisst. Das erste Inland, das hat bei mir eine 8 gekriegt. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Leichter Zitruscharakter. Die Verkoster, Becks-Mitarbeiter aus Labor, Brauerei und Qualitätswesen treffen sich einmal pro Woche. 50% der Bierqualität erkennt übrigens die Nase. Die andere Hälfte die Geschmacksnerven. Die Weintrinker bei der Verkostung spucken ja auch manchmal aus, sag ich mal. Oder auch beim Tee. Beim Bier darf man es gerne runterschlucken, weil auch die Geschmacksknospen, sag ich mal, für bitter auch eher am Zungengrund sitzen. Becks schmeckt übrigens nicht überall auf der Welt gleich. Lokale Vorlieben werden berücksichtigt. Es gibt verschiedene Beckse sozusagen. Der Geschmackseindruck, der Gesamteindruck ist eigentlich gleich, aber die Bittereinheiten unterscheiden sich. Also Becks International, was jetzt, was weiß ich, in Afrika, in Australien oder wo auch immer verkauft wird, das hat weniger Bittereinheiten. Biertrinker erkennen ihr Bier meist daran, wie bitter es ist. Herb heißt das bei den Experten. Norddeutsche Biere sind zumeist herber als süddeutsche, die eher süffig sind. Becks hat 38 Bittereinheiten, das norddeutsche Jever sogar 40. Ein bayerisches Helles dagegen hat nur 21 Bittereinheiten. Doch wie hoch ist die Wiedererkennbarkeit wirklich? Wir machen den Test auf der Alexander von Humboldt, dem ehemaligen Werbeschiff von Becks, heute ein Hotelschiff in Bremerhaven. Und so funktioniert unsere Blindverkostung. 5 verschiedene Biere werden einer munteren norddeutschen Trinktruppe serviert. Erkennt der routinierte Männerdurst sein Becks tatsächlich? In 5 identischen Gläsern servieren wir ein Becks, ein Krombacher und ein Warsteiner. Das alkoholfreie Jeverfann und sogar ein Kölsch ist dabei. Alle Testtrinker behaupten, ein Becks auf jeden Fall herauszuschmecken. Das ist echt schwer, ne? Kein Etikett, keine Marke. Der schmeckt auch so ein bisschen würziger, weißt du? Das hat so ein bisschen mehr diesen Hopfengeschmack. Jetzt hast du mich verwirrt. Okay, das ist ein Ausschlussverfahren. Das Ergebnis überrascht. Also ich glaube, es ist die 4. 5. Ja, wie sagt mir das mein Gefühl, dass es die 2 ist? Hol dir das Tablett ab, Freund. Das ist das Becks. Tatsächlich liegen immerhin 7 von 11 Testern am Ende richtig und erkennen ihr Becks bei der Blindverkostung am herben Geschmack. Das Überleben der Marke Becks auf dem knallharten Biermarkt hängt am Export. Heute wie damals, in den Pionierzeiten von Heinrich Beck. Doch es gibt eine Zeit, in der alles anders ist. 1939 kommt der Export zum Erliegen. Während des Zweiten Weltkriegs kann Becks als Lieferant der Wehrmacht weiter Gewinne machen. Doch 1945 sind Bremen und die Brauerei durch Luftangriffe stark zerstört. In den Nachkriegsjahren verweigern die Alliierten die Braulizenz. Wer soll jetzt im Ausland noch deutsches Bier kaufen? Deswegen hat sich Becks sozusagen als naheliegender Grund in den Inlandsmarkt gestürzt und kam damit automatisch natürlich in eine Preiskonkurrenz. Das heißt, sie traf auf die Konkurrenz der 1000 anderen Brauereien in Deutschland. Das Wirtschaftswunder sorgt für steigenden Umsatz. Man gönnt sich wieder was. Je mehr Kalorien, desto besser.
1948 nehmen die Deutschen gerade mal 900 Kalorien am Tag zu sich. 1956 sind es schon 2900. Die Republik hat wieder Hunger und vor allem viel Durst. Der Wiederaufbau, das Wirtschaftswunder, war übertrieben gesagt eine Fressorgie und eine Sauforgie. Ja? Und dieses wir essen wieder gut und wir trinken wieder gut, war sozusagen die Selbstbestätigung. In den 50er Jahren reicht die grüne Flasche allein als Imageträger nicht mehr aus. Mit dem Fernsehen beginnt die Ära der Werbespots. Becks exportiert sein Bier nun in die Wohnzimmer der Deutschen. Becks. Überall Becks. Weil es das berühmte Exportbier ist. Nach dem Krieg war Internationalität ganz besonders wichtig. Ist heutzutage nicht mehr so. Also viele Menschen fahren ja lieber in den Bayerischen Wald und sagen, Gott sei Dank muss ich dieses Jahr nicht nach New York. Aber in den 50er, 60er Jahren, da ging es nur um Italien und es ging nur noch um noch fernere Länder, utopisch dahin zu kommen, Amerika. Und dann habe ich ein Produkt, das gibt es bei mir im Kramerladen. Das kann ich da kaufen, das war schon mal in Amerika oder das fährt dahin. Das holt mir die große weite Welt nach Hause an meinen Eiche-Wohnzimmertisch. Und das serviere ich meinen Kunden und da sind wir auf einmal wieder wer und in der Welt zu Hause. In den 60er Jahren gilt deutsches Bier wieder als das Beste der Welt. Die deutschen Brauer werben sogar gemeinsam für ihr Produkt. Durst wird erst schön durch kühles Bier. Lasst uns das Glas erheben. Zielgruppe damals sind dem Zeitgeist entsprechend vor allem Männer. Becks Bier löscht Männerdurst. Ein Getränk für Männer. Das Frauen adrett servieren. Mit der Gleichberechtigung ist es noch nicht weit her. Auch nicht bei Becks. Becks Bier löscht Männerdurst. Ja, und das war im Grunde diese Klientel der hart arbeitenden Männer, die ihr Mannsein dann nach der Schicht sozusagen in Biertrinken feierten. 1953 bietet Becks als erste deutsche Brauerei Dosenbier an. Die Dose kommt aus den USA. Wieder eine neue Verpackung für das alte Produkt. Damals eine echte Innovation. Noch ohne Pfand und ohne schlechtes Umweltgewissen. Bald darauf schaut sich Becks wieder etwas bei den Amerikanern ab. Das Sixpack. Schnell kopiert von der Konkurrenz. Sechserträger beispielsweise in den 60er Jahren eingeführt, quasi, ich sag mal so, als Handtasche des Bieres sozusagen, ist halt heute, wenn man da mal in die Absatzstatistik der Marke schaut, das meistgekaufte Gebinde. Also über 60% aller Becks-Flaschen werden in Deutschland im Sechserträger gekauft. Regelmäßig neue Verpackungen, neue Verkaufstricks. Für immer das gleiche Produkt. Durststrecken. Jahrzehntelang gilt Bier in Deutschland als Grundnahrungsmittel, das man zu jeder Tageszeit konsumieren kann. Für ein Bierchen braucht's keinen Anlass. Doch in den 80er Jahren achtet der Zeitgeist plötzlich mehr auf die Figur. Die Aerobic erreicht Deutschland. Natürlich wieder aus Amerika. Der Blick auf den Körper verändert sich. Alles soll leicht und gesund sein. Schlecht fürs Biergeschäft. Der Grund ist sicherlich, dass wir reicher geworden sind. Und wenn wir reicher geworden sind, dann kommt es nicht mehr darauf an, nur satt zu werden, sondern es kommt zunehmend darauf an, dass man kultiviert, differenziert, ästhetisch und so weiter. Also sozusagen ja, kultiviert. Ist. Bier hat plötzlich ein Imageproblem. Der Konsum geht zurück. Viele stoßen jetzt lieber mit Sekt an. Und in der Kantine gibt's Salat.
Der Biermarkt in Deutschland und auch weltweit ist sehr hart umkämpft. Und ja, Alkohol wird out, der Gesundheitstrend nimmt zu. Und in Deutschland wurden in den 80ern 140 Liter pro Person konsumiert. Die Zeiten sind längst vorbei. 1960 laufen 95 Liter pro Kopf die Kehlen herunter. 1980 sind es 146. 2010 125. 2015 sind es nur noch 105 Liter. Der Wohlstandsbauch wird abtrainiert. Die Gefahren des Alkohols werden ein Thema. Wenn ich Alkohol trinke, wird meine Zuckerverbrennung im Stoffwechsel gehemmt. Das heißt, es wird zuerst der Alkohol verbrennt und ich komme automatisch in ein Heißhungerloch rein, in eigentlichen Unterzucker, übertrieben gesagt. Und dieser Unterzucker, diese Gluconeogenese, bewirkt, dass ich mehr essen muss, weil ich einfach Hunger habe. Und wenn ich Hunger habe, weiß jeder, dann kommen halt Lebensmittel ins Spiel, die nicht unbedingt auch gesund sind. Aber heißt es nicht immer, Bier sei in Wahrheit gesund? In der Medizin spielt Alkohol schon eine sehr große Rolle, weil es einfach ein so starkes Gift für den Körper ist. Und die Studienlage ist einwandfrei. Bei den positiven, positiven Aussagen gibt es eher weniger, weil es einfach nicht gibt und weil der Schaden viel zu groß ist. Natürlich versucht man immer ein bisschen mehr zu forschen, warum ist Bier gut. Ist natürlich auch wieder eine Marketing-Sache. Aber eindeutige gute Studien gibt es nur bei Schäden. Bier ist weder gut für die Knochen, noch hilft es gegen Nierensteine. Wer zu viel davon trinkt, schadet seiner Gesundheit. Die Frage ist immer nur, wie viel Bier trinkt man? Und wenn man Bier als Grundnahrungsmittel sieht, dann ist halt die Tendenz vielleicht da, dass man zu viel zu sich nimmt. Wenn es mehr als Genussmittel gesehen wird, wenn man es in den richtigen Mengen konsumiert und genießt, dann ist es mit Sicherheit ein gesundes Lebensmittel. Die Jahrtausendwende. Becks hat wie die ganze Branche mit sinkendem Absatz zu kämpfen. Gleichzeitig entstehen immer größere Multikonzerne. Das Beispiel Becks zeigt, wie rasant diese Übernahmen vonstatten gehen. 2002 wird Becks für 3,5 Milliarden Mark an die belgische Interbrew verkauft. 2004 übernimmt Interbrew den Konzern Ambev und wird zu InBev. 2008 schließlich schluckt InBev für mehr als 50 Milliarden Dollar den US-Rivalen Anheuser-Busch. Der neue Becks-Eigentümer heißt nun AB InBev. Das Hochhaus in Bremen, das immer ganz pur und monumental auch für das Selbstbewusstsein der Bremer und damit auch der Deutschen stand, da haben sie oben das Becks-Schild runtergenommen. Und das ist ein richtiger Fehler. Da steht jetzt InBev, das heißt die ganze Identität, das ganze Gewachsene, dieses unumstößliche Becksische ist auf einmal weg. Wenn eine Marke keine Identität hat, und das ist nun mal die Leuchtturmaktion dafür, keine mehr zu haben, dann wird sie austauschbar beliebig. InBev, was ist das denn? Die Strategie des Bierriesen mit dem nichtssagenden Namen ist schlicht Größe. Der Firmensitz von AB InBev ist Löwen, Belgien. Zum Konzern gehören mehr als 200 Marken in über 100 Ländern, darunter Becks, Stella Artois, Corona und Budweiser. AB InBev hat 155.000 Mitarbeiter in über 25 Ländern, 2.800 davon in Deutschland. 2016 fusioniert AB InBev mit der Nummer 2 auf der Welt, dem britischen Konzern SAB Miller. Im Grunde wird der Markt aufgekauft, der wird nicht aufgebaut, sondern aufgekauft. Und bei diesem Spiel des zunehmenden gegenseitigen Schluckens bleibt der deutschen Brauwirtschaft im Grunde, soweit ich sehe, nur noch eine Nischenexistenz oder aber das Geschlucktwerden. Vielen Bierfans schlägt das auf den Magen. Klaas Roggenkamp zum Beispiel. Als die Traditionsbrauerei im Großkonzern aufgeht, fürchtet er um den Geschmack seines Biers und startet eine Protestaktion im damals noch jungen Internet. Für 2001 war das, glaube ich, schon relativ weit vorne und vor allem auch sehr erfolgreich mit den 1500 Unterschriften. Das war zu der Zeit doch eine ganze Menge, die da eben mitgemacht haben.
Geholfen hat es nicht. Für Klaas Roggenkamp hat Becks seine Seele verloren. Also dieses heimelige Gefühl, ich habe meinen Becks in der Hand, ich weiß genau nicht, mach das auf, ich habe dann weiß, was mich erwartet, und das geht ein bisschen ein Stück verloren. Also das klassische Magengefühl, was man halt hat, was man hier im Kiosk holt, ist dann halt ein Stück weit weg. Ich finde, dass Becks insgesamt durch diese ganze Inbev Geschichte, das ist halt insgesamt einfach, dass diese Marke, es ist nichts mehr Lokales. Es ist der gleiche Einheitsbrei wie alle anderen Biere auch in Deutschland. Bier ist Heimat, glauben die Bremer Biertrinker. Aber stimmt das noch, wenn das alte Heimatbier von einem internationalen Multi kommt? Becks gehört zu Bremen. Bier sind wir. Das Protestlied einer Bremer Band gegen die Fusion mit dem Großkonzern. Es geht längst nicht mehr nur um verlorene Identität, sondern auch um den Verlust von Arbeitsplätzen. Gewerkschafter Dieter Nickel sorgt sich um den Standort. Der Umgang mit der Belegschaft hat sich ganz stark verändert. Die Kollegen haben nicht mehr das Gefühl, dass sie wichtig sind oder dass sie interessant sind für das Unternehmen, sondern sie sind eine Nummer und sie sind austauschbar und das war's. Und von daher, es hat auch ein massiver Personalabbau ja stattgefunden. Also man kann davon ausgehen, dass in Bremen ungefähr Größenordnung 500 Menschen das Unternehmen verlassen mussten. Aus dem Konzern heißt es, nur der Verkauf an die Belgier habe das Überleben sichern können. Stimmt das? Nee, denen ist es nicht schlecht gegangen, aber sie haben halt ein sehr gutes Angebot bekommen und haben dementsprechend dann auch dieses Angebot wahrgenommen. Wer wachsen will, muss fusionieren. Die Logik des Marktes, auch bei Brauereien. Braucht Bier wirklich Heimat? Oder heißt es nicht eigentlich, Becks löscht Aktionärsdurst? Die Menschen identifizieren sich durchaus noch mit Becks, aber sie identifizieren sich in keiner Form mit AB InBev. AB InBev ist für sie ja eine Bedrohung, ein Schimpfwort, je nachdem, wie man es nennen will. In den USA, heute wie vor 100 Jahren der wichtigste Exportmarkt, muss Becks 2015 eine Niederlage einstecken, die viel mit dem Begriff Heimat zu tun hat. Becks wirbt dort mit deutscher Qualität, so wie einst Gründer Heinrich Beck, obwohl es sein Bier in den USA braut. This is a warning to all beer drinkers. I consider this to be a case of product deception. When you choose to buy a German beer, shouldn't it be made in Germany? Beck's beer of Germany is selling a non-German product that looks just like the real thing. Amerikanische Biertrinker ziehen vor Gericht. Becks muss sie mit bis zu $50 entschädigen. Und ausgerechnet auf dem Times Square in New York wirbt daraufhin Warsteiner, der Konkurrent aus dem Sauerland, mit frechen Anzeigen. Deutsches Bier aus, Sie wissen schon, Deutschland. Das ist natürlich toll, wenn dann ein anderer kommt und grätscht da rein, ganz, ja auch lustvoll, Warsteiner, und sagt den Amerikanern, naja, wenn ihr mal ein richtiges deutsches Bier trinken wollt, das da auch gebraut ist, dann nehmt doch was aus Warstein. Zukunft mit und ohne Alkohol. Der neueste Trend, auch in der Bierbranche, heißt Nachhaltigkeit. Auch bei Becks. Deshalb haben wir das globale Programm Better World ins Leben gerufen, mit dem Ziel, unsere Umwelt nachhaltig zu schützen und zusätzlich gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. AB InBev will auf Abfallvermeidung setzen. 100.000 Tonnen Verpackungsmaterial einsparen. 10% Energie sparen. Die CO2-Emission um 10% senken. Wie viel davon umgesetzt wird, ist nicht zu überprüfen. Objektive Maßstäbe oder gesetzliche Regelungen, wie etwa in der Kfz-Branche, gibt es nicht. Fast alles beruht auf freiwilligen Angaben der Hersteller.
Nachhaltigkeit ist ja so ein Gummiwort. Wer das heutzutage nicht in seinem Selbstverständnis stehen hat auf der Website, der ist ja aus der Zeit gefallen. Wir wissen aber auch, dass jeder damit irgendwo wirbt, dafür irgendwas zu tun. Eine Biermarke sollte von Haus aus nachhaltig sein, weil sie mit dem ureigensten Material, das pur und rein sein muss, arbeitet. Und das ist nicht das Erdöl, das ist das Trinkwasser. Das Bewusstsein dafür wächst. 3,5 Liter Wasser braucht AB InBev nach eigenen Angaben, um einen Liter Bier herzustellen. Das wäre ein Spitzenwert. Vor 5 Jahren war es noch das Doppelte. Die Plattform Rank a Brand bewertet die Nachhaltigkeit von Herstellern. Beck's ist, wie viele andere Brauer, als wenig empfehlenswert eingestuft. Allerdings beruht auch diese Einstufung nur auf den von den Firmen zur Verfügung gestellten Informationen. Für Verbraucher eigentlich wertlos. Seit ein paar Jahren haben Großbrauereien wie Beck's neue Konkurrenz bekommen. Während sie weiter versuchen, ihr Standardprodukt billig zu produzieren und originell zu vermarkten, heißt der aktuelle Trend auf dem Biermarkt Craft Beer. Hergestellt von tausenden kleinen Brauereien. Handwerk, keine Industrie. Jedes schmeckt anders. Sehr, sehr viele Malze, die sich unterscheiden in ihren Röstgraden. Man bekommt dadurch Karamellnoten hinein, schokoladige Aromen, kakaoartige Aromen, Röstnoten. Und je nachdem, welche Malzmischung man verwendet, kann man eben ein sehr breites Spektrum an Geschmacksnuancen erzeugen. Mindestens ebenso groß ist die Bandbreite bislang kaum genutzter Hopfensorten. Die meisten Großbrauer, auch Beck's, nutzen Standardhopfen. Ertragreich und günstig. Es gibt weit über 200 verschiedene Hopfensorten. Und da ist es natürlich auch wieder eine Frage des Terroirs. Wo ist der Hopfen gewachsen? Und so hat man eben sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen im Geruch, im Aroma. Das Einzige, was alle Hopfen gleich haben, ist, dass sie das Bier bitter machen. Biersorten wie Pale Ale oder Stout finden mehr und mehr Liebhaber. Die Geschmacksvielfalt der neuen Biere scheint unerschöpflich. Unterschiedliche Hopfen, Malz- und Hefesorten können für Grapefruit, Whisky oder Kräuternoten sorgen und sind sogar mit dem Reinheitsgebot vereinbar. Experten trauen dem Craft Beer einen Marktanteil von 10% zu. Und Beck's ist, wie nicht anders zu erwarten, längst auf den Zug aufgesprungen. Doch Craft Beer vom Großkonzern ist ein Widerspruch in sich. Und nichts weiter als der Kampf um noch mehr Umsatz. Dieses Biermonopoly, so nenne ich es mal, ist noch nicht zu Ende gespielt. Es werden immer mehr Großbrauereien entstehen, die den Weltmarkt dominieren. Auf der anderen Seite ist es eben auch eine Chance, und diese Chance wird durchaus auch wahrgenommen, kleine Brauereien aufzubauen, die sehr authentische Biere brauen und die eben sehr geschmacklich herausragende Biere brauen. Und so hat der Verbraucher immer die Möglichkeit, ob er eben ein, ich sag mal, Massenprodukt trinken will oder ob er sich lieber eine Spezialität gönnt. Großbrauer wie Beck's haben nur ein natürliches Ziel: so viele Getränke zu verkaufen wie möglich. Wenn die Nachfrage da ist, natürlich auch alkoholfrei. Seit 2010 hat sich der Anteil alkoholfreier Biere am Umsatz verdoppelt. Sogar Radler gibt es jetzt alkoholfrei. Bei Beck's heißt das Blue und Green Lemon Zero. Verkaufszahlen steigend. Mit der alten Erfolgsgeschichte des Heinrich Beck, der deutsches Pilz für die Welt brauen wollte, hat das alles nicht mehr viel zu tun. So ist das, wenn eine Traditionsmarke vom internationalen Markt geschluckt wird und am Ende nicht viel mehr bleibt als ein Name.